Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die beiden zentralen Fragen bei Auswahlproblemen kennen. Und zwar, ist die Reihenfolge wichtig und ist Mehrfachauswahl erlaubt? Außerdem solltest du die Anzahl der Möglichkeiten in jedem dieser vier Fälle berechnen können. Die Ziele für dieses Video sind, dass du ein Gefühl für die Ergebnisse von Auswahlproblemen entwickelst und dass du die Ergebnisse von je zwei auf den ersten Blick ähnlichen Auswahlproblemen berechnest. Schauen wir uns die ersten beiden auf den ersten Blick sehr ähnlichen Probleme an. Und zwar, wir fragen uns, wofür gibt es mehr Möglichkeiten? Gib eine Schätzung ab und dann rechne nach. Vor dir liegen drei Gummibärchen in jeweils unterschiedlicher Farbe. Erstens, die drei Gummibärchen auf 9 Personen verteilen. Jede Person erhält höchstens ein Gummibärchen. Oder zweitens, die drei Gummibärchen auf 8 Personen verteilen. Die Personen dürfen auch mehrere Gummibärchen erhalten. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video, löse Aufgabe A und dann sprechen wir noch über das Ergebnis. Also gut, ich würde behaupten, für zweitens gibt es mehr Möglichkeiten, denn da dürfen Personen mehrere Gummibärchen erhalten. Wir haben hier aber auch weniger Personen als bei erstens, also rechnen wir lieber noch nach. Schauen wir uns dabei erstens als erstes an. Dort ist es so, dass jede Person höchstens ein Gummibärchen erhalten darf. Das bedeutet, fürs erste Gummibärchen haben wir 9 Personen zur Auswahl, fürs zweite dann 8 und fürs dritte nur noch 7. Also insgesamt 9 mal 8 mal 7, also 504 Möglichkeiten, die Gummibärchen zu verteilen. Bei zweitens haben wir jetzt 8 Personen, 3 Gummibärchen und Personen dürfen mehrere Gummibärchen erhalten. Das bedeutet, fürs erste Gummibärchen haben wir 8 Personen zur Auswahl und fürs zweite auch und fürs dritte auch. Also haben wir hier 8 mal 8 mal 8 oder 8 hoch 3 Möglichkeiten und das entspricht 512. Also knapp, aber tatsächlich gibt es für den zweiten Fall hier mehr Möglichkeiten. Schauen wir uns noch so eine Fragestellung an und zwar, vor dir liegen jetzt 3 nicht unterscheidbare Gummibärchen. Also sagen wir, die sind jetzt zum Beispiel alle grün und schauen alle genau gleich aus. Jetzt haben wir wieder 2 Fälle. Erstens, die 3 Gummibärchen auf 10 Personen verteilen. Jede Person erhält höchstens ein Gummibärchen. Oder die 3 Gummibärchen auf 8 Personen verteilen. Die Personen dürfen auch mehrere Gummibärchen erhalten. Also wieder 2 sehr ähnliche Probleme. Gib wieder zunächst eine Schätzung ab und dann rechne nach. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und wir sprechen dann auch noch über das Ergebnis von Teil B. Na gut, in dem Fall finde ich es auch schon ein bisschen schwerer einzuschätzen. Ich würde sagen eher erstens als zweitens, denn wir haben hier 10 Personen und hier nur 8. Aber ich bin mir echt nicht sicher, schauen wir mal. Schauen wir uns die erste Situation einmal genauer an. Wir haben hier 10 Personen, 3 Gummibärchen und jede Person erhält höchstens eines. Wir könnten über diese Situation auch so nachdenken, dass wir uns überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es aus den 10 Personen, die 3 Personen auszuwählen, die jeweils ein Gummibärchen erhalten. Dafür haben wir einen Weg, das wäre 10 über 3 oder eben 120. Für die zweite Situation müssen wir jetzt noch ein bisschen arbeiten. Wir haben hier 8 Personen, 3 Gummibärchen und die Personen dürfen auch mehrere Gummibärchen erhalten. Das wäre jetzt eine Kombination mit Mehrfachauswahl. Und hier können wir jetzt auch einfach unsere Formel verwenden, die wir bereits erarbeitet haben. Deshalb erarbeiten wir uns ja Formeln, damit wir dann, wenn wir eine Situation richtig eingeschätzt haben, dann einfach die Formel verwenden können. Wir haben hier n gleich 8 Personen, k gleich 3 Gummibärchen. Das bedeutet, wenn wir unsere Formel hier verwenden, müssen wir rechnen k plus n minus 1 über n minus 1, also 3 plus 8 minus 1 ist 10 über 8 minus 1, also 7, also 10 über 7 und das ist wieder 120. Also tatsächlich gibt es hier genau gleich viele Möglichkeiten.